Hattet ihr das auch schon mal, dass ihr nach dem Schauen einer guten Serie oder nach dem Durchspielen eines sehr, sehr guten Spiels den Fernseher oder PC ausgemacht habt und euch irgendwie leer gefühlt habt? Ich möchte in diesem Video ein bisschen meine Erlebnisse in Cyberpunk für euch, aber ehrlich gesagt primär eher für mich etwas aufarbeiten. Und ja, ich will erklären, warum mir das Spiel ja doch mittlerweile sehr ans Herz gewachsen ist und warum es für mich, ja, das mit Abstand beste Spiel ist, was ich jemals gespielt habe. Seht es quasi ein bisschen als Zusammenfassung meiner 45 Stunden Spielzeit. Ja, an der Stelle auch nochmal kurz der Hinweis: Dieses Video wird Spoiler enthalten für das Cyberpunk-Hauptspiel. Ja, das heißt, wenn ihr Cyberpunk bereits schon durchgespielt habt, dann ja, ist das Video genau richtig für euch, weil das passt dann zu euch. Ja, aber wenn ihr Cyberpunk noch nicht durchgespielt habt und das in Zukunft irgendwann mal machen wollt, dann kommt vielleicht erst nach eurem Playthrough zu diesem Video zurück. Ja, würde Sinn machen, ne? Aber gut, fangen wir einfach mal an. Wer mich schon etwas länger hier auf YouTube verfolgt oder mich vielleicht sogar privat kennt, ja, der wird gemerkt haben, dass ich ja schon eher dazu neige, ein emotionaler Mensch zu sein. Und deswegen überrascht das dann auch nicht unbedingt, dass mich emotionale Momente in Videospielen durchaus auch mal catchen können. Und ich muss sagen, ich bin ohne große Erwartungen, ja, vor einer Woche an Cyberpunk herangegangen. Und ich muss sagen, die erste Sache, die mich da direkt in den Bann gezogen hat, war Night City. Also ganz ehrlich, die riesigen Hochhäuser in Kombination mit dem wirklich wunderschönen und farbenfrohen Nachtleben, ja, sind in meinen Augen einfach nur atemberaubend, auch in Kombination mit der Bevölkerung von Night City. Und ja, die gesamte Stadt wirkt, ja, kann man es beschreiben, so ein bisschen wie so eine Art Raytracing-Demo. Ja, wo man einfach, ja, alles reinpacken wollte an Lichtern, Leuchtreklamen, Fassadenbeleuchtung und noch vieles, vieles mehr. Ja, einfach alles, was technisch möglich ist. Und ja, was soll man sagen? Da ist denen auf jeden Fall was richtig, richtig Gutes gelungen. Und ja, das einzige Problem neben den technischen Problemen beim Start, als Cyberpunk damals released ist, waren ja eigentlich auch nur die Versprechungen und Ankündigungen. Und diese haben das Spiel dann natürlich anfangs heruntergezogen, wenn man dann ja das fertige Produkt dann quasi ja dann dem gegenübergestellt hat. Ja, jetzt aber hat das Spiel wirklich mittlerweile eine richtig, richtig gute Chance, komplett zu scheinen und den Fokus ja auf die wunderbare Geschichte meiner Meinung nach von Wie zu legen. Ganz ohne die technischen Probleme, die einen aus dieser, ja, quasi aus dieser Welt wieder herausholen würden. Und ja, und jetzt kommt aber der Teil, der mich dann wirklich überrascht hat, weil in Cyberpunk ist es so, dass nicht einfach nur irgendeine Geschichte erzählt wird, wie in anderen Spielen, wie jetzt, was weiß ich, zum Beispiel The Last of Us, sondern ich habe quasi die Möglichkeit, aktiv meine eigene Geschichte zu kreieren und auch mein eigenes Schicksal zu einem gewissen Teil mit zu beeinflussen. Und ich hatte damals erwartet, dass die Dialogoptionen ja wenig bis gar keinen Einfluss auf das Spielgeschehen haben. Aber tja, was soll ich sagen? Da habe ich mich wohl hart getäuscht. Auch wenn man ja häufiger nur eine echte Entscheidungsfreiheit, ich sag mal, etwas vorgegaukelt bekommt, ja, so hat die Art und Weise, wie wir mit den anderen Charakteren wie Jackie, Johnny, Judy und den ganzen anderen ja interagieren, einen erheblichen Einfluss einerseits auf das Worldbuilding und wie die, ja, wie die anderen Charaktere zu uns stehen, aber auch quasi ja zu der direkten Beziehung, die wir da zu den Charakteren aufbauen. Es geht nicht mehr darum, einfach nur wie zu spielen und seine Sicht der Dinge zu übernehmen, wie es in anderen Spielen der Fall ist, sondern ich habe selber die Möglichkeit, mich in die Lage von Wie zu versetzen und mir die Frage zu stellen: Was würde ich tun? Wem würde ich vertrauen? Was wäre mir wichtig? Mit wem möchte ich meine Zeit verbringen? So solche Dinge. Und das macht das Spiel für mich so besonders, weil ich niemals erwartet hätte, wie gut die einzelnen Charaktere umgesetzt sind und auch vor allem, wie viel Tiefe sie besitzen. Und je nachdem, wie man mit ihnen interagiert, kann man einen Freund oder Freundin fürs Leben gewinnen. Oder man kann sie es natürlich auch hart versauen und dann wird der Kontakt dann abgebrochen. Es liegt eben an uns. Und naja, als ich dann meine erste Mission mit Panem hatte, ja, da war es natürlich dann um mich geschehen, was soll ich sagen. Da hat mich das Spiel dann einfach überwältigt. Einerseits ist es wunderschön, die Welt rund um Night City dann auch aus ihrer Sicht kennenzulernen und andererseits macht es einfach Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. Ich muss sagen, die Dialoge mit Panem sind einfach unfassbar schön, von den Entwicklern auch geschrieben. Und die Orte, welche man in den Missionen besucht, sind ja komplett einzigartig auch und passen wunderbar rein, ja, in das Gesamtbild des Spiels. Und neben den ganzen actionreichen Momenten gibt es dann auch sehr ruhige Momente, sei es ein kleines Gespräch in der Bar, ein kleines Lagerfeuer mit einer kleinen Gruppe
oder eine riesige Party mit der ganzen Familie. Diese ruhigen Momente erlauben es einem, ja, auch die Zeit einfach mal nur zu genießen und geben einem die Möglichkeit, über all das nachzudenken, was man gerade erlebt. Auch die Art und Weise, wie die Beziehung nach und nach aufgebaut wird, ja, wirkt natürlich und jetzt nicht irgendwie gezwungen. Von daher auch mal ein riesiges Lob an die Entwickler für dieses Meisterwerk. Aber auch neben der Storyline mit Panem gibt es in Night City eine Menge an optionalen Missionen, zu welchen wir über Anrufe rund um die Uhr aufgefordert werden. Und hier kann man sich halt auch auf eine Menge Abwechslung bereit machen. So war für mich ein weiteres Highlight der gemeinsame Tauchgang mit Judy, wo sie uns von den Geschehnissen aus ihrer Kindheit erzählt und wir quasi hautnah dabei sein können. Dabei fühlen sich besonders diese Missionen nicht nach Arbeit oder Filler an, sondern wir erfahren nach und nach mehr über diese Personen und erleben Night City aus ihrem Blickwinkel und bekommen dabei auch selber einen anderen Blick auf die Ereignisse. In den Dialogen kommt auch sehr gut durch, wie wichtig man für die jeweilige Person ist und was die eigenen Aktionen für einen Einfluss auf deren Leben haben, was mir als Spieler viel mehr Kontrolle gibt als in anderen Spielen, ja, wo man einfach nur eine lineare Story verfolgt. Und ich meine, man bedenke, alle Nebenmissionen sind erstmal optional. Man wird zu nichts gezwungen und daher ist es auch hier wieder die freie Wahl des Spielers, ob er mit einem Charakter interagieren will oder nicht. Daher fühlt sich diese Stadt mit seinen Charakteren ja fast schon lebendig an und man hat es selber in der Hand, wie man Night City erleben möchte. Aber ja, ich würde sagen, kommen wir mal ein bisschen zum Ende des Spiels und ja, auch hier wird es dann wieder sehr emotional. Das ist quasi der Teil, der mich ja dann doch schon zu einem gewissen Maß, kann man sagen, gebrochen hat. Ich glaube, das merkt man auch ein bisschen in der Aufnahme von dem Livestream, beziehungsweise dann auch später im Let's Play. Ja, hier spielt dann natürlich auch die Storyline und meine Entscheidungen im Phantom Liberty DLC eine wichtige Rolle. Aber darauf gehe ich dann in einem anderen Video ein, um das hier spoilerfrei zu halten, was das DLC angeht. Und von daher machen wir es kurz. Ja, wie ihr euch gedacht habt, habe ich mich natürlich entschieden, dass Panem mir helfen soll. Aber die Entscheidung war gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Weil wir mit der Wahl natürlich auch potenziell in Kauf nehmen, dass sie bei der Mission sterben könnte. Und was mache ich? Ich rufe sie also dann um 4 Uhr morgens an und frage sie, ob sie ja mit mir in den Arasaka Tower einbrechen möchte, weil ich sonst sterben werde. Ja, und was sagt sie? Du bittest mich, mitten in der Nacht mit dir in den Arasaka Tower einzubrechen, weil du sonst stirbst? So in etwa, ja. Okay. Okay. Wo bist du? Vix Klinik. Der Ripper Doc? Okay, ich weiß, wo das ist. Kannst du mit dem Sterben noch kurz warten? Ich werde es versuchen, ja. Gut. Bleib, wo du bist. Ich hol dich ab. An der Stelle bringe ich jetzt auch einfach mal die gewagte These, dass jeder von uns im Leben ja so eine Art Panam haben sollte. Damit ist nicht mal unbedingt ja ein direkter Lebenspartner gemeint, sondern einfach jemand, den man ja stets um Hilfe bitten kann und der immer für einen da ist. Und andererseits ist es natürlich auch schön, wenn ich jemanden helfen kann, egal um was es auch gehen mag. Tatsächlich schaffen wir es dann auch schlussendlich trotz vieler Verluste wieder lebendig aus dem Arasaka Tower heraus und so beginnen wir mit Panam also ein neues Leben. Ja, leider hat es dieses Ende so an sich, dass wir nur noch 6 Monate zu leben haben. Wodurch mich dieses Ende zwar sehr traurig, aber auch etwas hoffnungsvoll zurücklässt. Ich meine, die Medikamente von Doc scheinen ja zumindest etwas zu helfen und Panam kennt einige Leute, die helfen können. Somit ist es also eher ein offenes Ende und naja, so wie ich ihn kenne, wird er nichts unversucht lassen, sein Schicksal noch abzuwenden. Dafür kenne ich ihn mittlerweile einfach zu gut. Tja, was bleibt also zurück? Die angesprochene Lehre vom Anfang des Videos. Ich hätte so gern noch mehr Missionen gemeinsam mit Panam erlebt, mit ihr am Lagerfeuer gesessen, Geschichten erzählt oder Gangster gejagt, noch mehr Zeit mit Judy verbracht und mir Geschichten aus ihrer Kindheit erzählen lassen oder auch noch mehr gemeinsamen Kram mit Johnny gemacht, welcher in dem Video zugegebenermaßen etwas kurz kam. Abschließend möchte ich auch noch anmerken, dass man in der finalen Mission nach etwas Wartezeit die Option bekommt, Suizid zu begehen und damit einem finalen Kampf aus dem Weg zu gehen. Damit bekommen sowohl wir als auch Johnny die Kontrolle darüber, wie und wann es endet, und wir bringen außerdem niemanden unserer Freunde in Gefahr. Klingt also im ersten Moment gar nicht so abwegig, aber gerade bei diesem Ende bekommt man in den Videonachrichten im Abspann mit, was für eine wichtige Rolle wir in den Leben der jeweiligen Personen gespielt haben und was wir ihnen wirklich bedeutet haben. Sei es Judy, die traumatisiert kaum ein Wort herausbringt, oder Panam, die sehr, sehr wütend darüber ist, dass wir sie nicht um Hilfe gebeten haben. Hierbei handelt es sich einerseits um eine unglaublich gute Anti-Suizid-Nachricht seitens der Entwickler,
Und andererseits bin ich damit umso glücklicher, dass ich ein anderes Ende gewählt habe. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bei meiner privaten Therapiesitzung hier und ich hoffe, ich konnte meine Gedanken zu dem Spiel gut rüberbringen. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir in die Kommentare. Auf Wiedersehen. Tschüss.